Herzlich willkommen zu einem neuen Spielerporträt für Ihr Raiffeisen Podcast Sammelalbum. Wir freuen uns heute auf Emanuel Pogatetz. Hallo, hier spricht Emanuel Pogatetz und dies ist meine persönliche Raiffeisen Videobotschaft. Wenn ich nicht Fußball spiele, verbringe ich die Zeit eigentlich mit meiner Familie, so viel Freizeit ist ja nicht, mit meinen zwei Kindern und da freue ich mich schon immer drauf, wenn ich vom Training nach Hause komme. Wir sind ja nicht so viel zu Hause während der Saison, wir haben viele Spiele in England und da genieße ich jede freie Minute mit meiner Familie. Was eigentlich niemand über mich missen sollte, werde ich auch nicht hier erzählen. Wenn ich einen Tag regieren könnte, würde ich die Spritpreise senken und dann würden sich viele Leute freuen. Mad Dog. Raiffeisen ist der Sponsor der österreichischen Nationalmannschaft und die unterstützen uns natürlich immer. Hab den einen oder anderen Werbespot für Raiffeisen schon gemacht und ja, das war's eigentlich. Nein, das ist doch schon meine Frau. Wenn du als Fan ein Pogatetz-T-Shirt anhast, dann zeigt es, dass du im Fußball auskennst. Ja, für Österreich zu spielen bedeutet mir eigentlich alles. Das für die Nationalmannschaft zu spielen ist der Traum von jedem Jugendlichen, der sich für Fußball interessiert. Und für die Europameisterschaft kann ich euch nur versprechen, dass jeder alles geben wird. Und mit euch als 12. Mann ist vielleicht sogar ein kleines Wunder möglich. Immer das höchste Ziel erreichen, ist das Finale. Haben schon andere Mannschaften erreicht, mit denen keiner gerechnet hat, wie Dänemark oder die Griechen. Und warum sollen wir das nicht erreichen? Aber natürlich muss alles stimmen. Wir müssen auch ein bisschen Glück haben und die Fans müssen natürlich hinter uns stehen. Aber dann können wir das schon erreichen. Ihr als Fans, der 12. Mann, seid für mich natürlich unheimlich wichtig, weil ihr werdet sehr wichtig für uns auch bei der Europameisterschaft sein. Und ich hoffe, ihr unterstützt uns und nur mit euch können wir auch unsere Ziele erreichen.